Alter, wo ist so ein fucking... Also das kann doch erst nicht was. Die ganze Zeit sind diese dummen Wolkenviecher da. Jetzt, wenn ich gerne eins haben möchte, ist es nicht da. Das ist so klar. Mal da hinten fliegt eins rum. Ja, aber das kommt jetzt natürlich nicht, weil das ist so weit weg und das mag mich. Weil die Dinger, die mich mögen, die würden mich ja nicht töten. Da ist eins. Treffe ich bestimmt. Boah, fast. Hallo? Nein, Hasi, nein. Oh. Wo ist der Hase? So. Nee. Na, irrelevant. Wir gehen mal wieder ins Everportal. Denn wir müssen noch mehr Fischen ausfällen. Kann ich einen Hasen mitnehmen? Das finde ich jetzt geil, wenn ich jetzt einen Hasen mitnehmen könnte. Da würde ich da jetzt wunderschön da... Oh mein Gott, der Hase ist weg. Das finde ich jetzt schade. Ich lege mich mal ins Bett. Hey. Oh. Gute Nacht. Oh. Ja. Ah, morgen, morgen. Das war gar nicht schräg, Otasu. Ihr seht, der Texture-Fail ist auch bei der Steinaxt. Ah, ich will ein Häschen, damit kann ich schneller laufen. Plop. Und hops. Und wir laufen entlang. Oh, total wert. Ich find diesen Power-Suit voll funny, aber ich finde am besten die Häschen. Und hier, guck mal, diese normalen Schafe. Loser. Nein, ich verschwende auch keinen Pfeil dafür. Da müssen wir ja nochmal Fichtenholz fällen. Das finde ich nicht in Ordnung, dass ich hier so viel auf der normalen Welt rumhänge. Weil ich möchte eigentlich möchte ich heute gerne noch in den Walkürentempel da rein. Ich glaube, das mache ich gleich noch. Oder ich gehe zu diesem komischen Baum auf diesen komischen Inseln da, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was das für Bäume sind. Bestimmt ist das voll wichtig. Fichtenbäumchen. Na, jetzt schreibt mich so ein komischer Kerl, ey, in Skyrim, so ein komischer Mongo, ey. So ein richtiger Mongo, ey. Gasen, boah, ey. Wer errät, dass ich Jonas gemeint habe? Witzig. Ja. Nee, Jonas schreibt mich jetzt an, der will irgendwas, keine Ahnung. Ich kann mal auf meinen zweiten Bildschirm gucken, dann würde ich es herausfinden. Oder ich benutze hier meine Fantasie und denke mir, was er von mir will. 31? Mal gucken. Reicht das schon? Nein, noch lange nicht. Alter, wie schnell verliere ich Hunger? What the fuh? Quant, 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 quant. So, das reicht. Fichtenbäumchen? Da, Fichtensetzlinge, die sind wichtig. Man muss immer den Wald nachpflanzen, sonst geht der Wald kaputt. Plop, plop. Ploppedi plop. So, wo haben wir noch ein Fichtenbäumchen? Ich will noch mehr Fichtenbäumchen. Fichtenbäumchen. Hey, hab ich jetzt echt alles abgepflanzt? Ernsthaft? Da oben ist noch ein Fichtensetzling. Bam, bam. Der Adventure-Map-Springer hier natürlich hat es natürlich voll drauf. Und hopp. Ja, toll. Und da habe ich jetzt echt kein... Da oben ist noch einer. Ich fasse es nicht, dass das jetzt wirklich passiert ist. Oh Gott. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich das Eisen und die Kohle nicht abbaue, die brauche ich ja im Grunde genommen nicht für den Ethermord. Alter, ich muss mich regenerieren. Ach du Scheiße. Wie ist das passiert? Oh mein Gott. Ah. Ich will mein Holz nicht verschwenden. Oh Scheiße. Lass mal den Wollblock verschwenden, der ist am unnützesten. So. Jetzt kann ich mich nach oben graben. Alter, will ich, wie ich hier runter... Nein, oh Gott. Echt, wie ich hier runtergefallen bin, das kann doch nicht wahr sein, oder? Oh. Ich wollte mir eigentlich nur die Schlucht mal ansehen. Übrigens, da hinten ist auch ein FA-Portal.
Ich hatte nämlich eigentlich vor, das vorher da aufzubauen. Dann habe ich aber von da hinten halt das Dorf gesehen und habe gedacht, boah, cool, Dorf, ey, da muss ich aber dahin. Und nächstes Bäumchen. Ich baue die Bäume immer gerne hier von oben ab, weil dann, ja, ist man halt direkt unten und so. Und das ist am einfachsten. Ist hier noch was? Ist noch ein Fichtenbäumchen? Werden wir es herausfinden. So. Nam, bam, nam, badam. Fichtenbäumchen? Fichtenbäumchen. Ich glaube, da hinten ist einer nachgewachsen. Nein. Ah, dann gibt es hier wohl keine Fichtenbäumchen mehr. Dann müssen wir uns jetzt wohl jetzt mit dem Fichtenbäumchen-Gedöns begnügen. Boah, geil, epic, boah, ey. Das war noch nicht mal geplant. Ich wollte jetzt eigentlich den Fall Damage einplanen, ehrlich gesagt. Ja, cool. Oh mein. Ich habe keine Blaubeeren mehr. So. Aber ich denke auch, dass das Holz jetzt reichen wird. Das sind jetzt fast drei Stacks. Ja, so komm. Hopp, hopp, hoppadi, hopp, 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 hopp. Also aus irgendeinem unerfindlichen Grund klappt Optifine einfach nicht. I don't can say it to you why, but it's so. Ja, hier epic über Dächer laufen, ne? Das ist voll toll. So. Nein, Häschen. Oh Gott, sehr fast gefallen. Es hat jetzt schon auf mich gewartet. Oh, mein bester Freund. Boah, ich unterhalte hier alle voll. Ne? Oh mein Gott, der Riesenwald. Ich muss ihn umbringen. Nein, ich muss ihm nur wehtun. Kann ich das überhaupt? Ich glaube. Also das, also, also, hust, hust. Hey, dort. So, weiter. Ah, ich gehe mal gerade bei meinen Blaubeersträuchern hier gucken. Scheiß Hase, das ist nur deine Schuld. Jetzt komm her, so. Ich muss das hier abbauen. Langwidriger Handarbeit. Ah. Da sind auch ein paar Blaubeerchen gewachsen. Bam. So. Nächstes. Und hopp. Und dann pflanze ich hier mal gerade die. Oh, ich habe die Axt mitgenommen. Das wollte ich nicht. Naja, irrelevant. Pflanze ich das hier mal an. Ich habe zwar keine Ahnung, ob die so überhaupt optimal wachsen können. Ob die normalerweise schneller wachsen sollten oder was auch immer. Ist mir aber auch relativ egal. Boah, hier voll mega hier. Während ich hier bin, wächst es nur für mich, weil es mich lieb hat. So, oh, noch einer. Und der letzte. Und jetzt mein Haus fertig bauen, damit ich noch in den Valkyrien-Tempel kann, bevor ich wieder weg muss. Ja, wir als YouTube-Milliardäre und Profi-Let's-Player. Hust, hust. Müssen natürlich, haben natürlich einen breiten Terminkalender, ne? Wir sind ja ständig unterwegs auf unseren ganzen Konferenzen und Autogrammstunden und so, ne? Ist klar, ne? Ja. Mit einer Fangemeinde von Milliarden von YouTuber, von YouTube-Usern ist das natürlich schon nicht einfach, aber es lohnt sich wirklich, weil wenn man einfach die Freude strahlende Kommentare jeden Tag, wenn Tausenden von Scharen eintreffen, wo die Leute sagen, wie toll die Videos sind, wie sie sich freuen. Ah, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe echt die letzten 20 Sekunden gelogen. Das ist schön. Nein, nicht schön, aber witzig. Ich glaube, das reicht. Bom, 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 bom. Plap, 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 plappadi, plap, 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 plap. Na, 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 na. Boah, hier ist echt. Ah, ich habe ja noch die Axt. Warum habe ich das vorhin mit der Zanit-Axt abgeworfen? Was soll das? Das dürfte definitiv reichen. Ich muss das mal in Optifine, in
Infreak einstellen, dass mir das die Items automatisch nachfüllt. Das ist voll nervig immer. Ich bin gewöhnt, dass wenn ein Item oder ein Werkzeug kaputt geht, dass dann direkt das neue an die Stelle rückt. So. Und ich pfeife mir jetzt mal hier schön ein Schnitzel rein und direkt noch eine Blaubeere hinterher. So. Und zack. Und hip. Und dann. So, ich würde mir gerne zwei Druckplättchen machen. Ich glaube, das sind sogar schon mehr, oder? Warte mal gerade. So, mal gucken. Nein. Denn, die Tür, ich werde jetzt die Tür mir erstellen, aber es regt mir einfach auf, wenn ich immer die Tür aufmachen muss. Und da ich mir aus dem Skywood-Holz aus irgendeinem unerfindlichen Grund keine Druckplatten bauen kann, mache ich das halt mit dem normalen Holz. Bam. So. Hm? Und jetzt kann ich hier... So, wunderbar. Ist das klar? Wunderbar. Und jetzt wollte ich in den Valkyrien-Tempel gehen. Ich habe aber übel den Schiss, da reinzugehen. Soll ich meine Parachute hier lassen? Nee, brauche ich vielleicht, wenn ich türme. Okay, was nehme ich mal mit? Ich nehme mal Everdirt mit, mal so ein bisschen, falls, weil ich werde mich da ja hochbauen müssen. Und, ich weiß, was ich noch mitnehme. Hier so eine blaue Air-Cloud. Falls ihr noch wisst, was das ist. Und dann, wenn wir jetzt mal noch in den Valkyrien-Tempel gehen. Ich habe noch eine halbe Stunde, das klappt schon. In welchen gehen wir hin? Ich war hier nicht noch zwei? Nein, da war nur die eine. Ich nehme mir mein Häschen. Häschen, so. Ich denke nämlich, warum sprinte ich eigentlich die ganze Zeit? Das ist voll unnütz. Ich bin aber echt saumäßig nervös, da jetzt reinzukommen, weil ich meine, ich bin eigentlich nicht so vorbereitet. Also mit Valkyrien-Tempel kenne ich mich ein bisschen aus. Ich habe mir ein bisschen Everless Play von Zombie angeguckt. Und naja, ich bin echt ein bisschen nervös. Oh Gott, wie nervig man immer erst in die Wolke reinsinken muss. Toll, wo gehe ich jetzt hin? Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Nein. Ja. Ach, fast. Aber echt fast. So. Na, muss ich wieder hochgehen. Ich hab ja Zeit. Nö. Hm. Jetzt baue ich mal jetzt hier hoch. Oh, ich muss da jetzt quasi, ich weiß nicht, ich glaube 10 Valkyren tot machen. Also, das heißt umbringen, falls ihr es nicht wisst. Und, ja, das ist quasi jetzt meine Hauptaufgabe. Und ich werde hier noch ein bisschen die Säulen und so abbauen, weil ich das schick finde. Jetzt muss ich hier den Eingang finden, der ist hier auch irgendwo. Das war an einer Seite, ich nehme mal hier auf der Seite jetzt. Ach, das ist ja so ein Mongos, ey. Ich würde gerne einen von denen killen. Ja, das Problem ist nur, hier sind halt, ich habe aber Glück. Wenn ich diese Valkyren nicht angreife, dann töten sie mich ja nicht. Aber die werden hier gleich... Oh, nee. Ach, gut, okay, das ist keine böse Kiste. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt böse Kisten. Gut, Skyroot Bucket. Und ein Ambrosium. Dingensglöte. Ich möchte... Oh, ich habe aber... Oh, Gott.